wir von Bündnis 90 Die Grünen, der Ratsfraktion Düsseldorf, haben hier heute eine Lärmmessung durchgeführt, um zu zeigen, wie laut es hier an dieser Straße ist im Rath, wie an vielen anderen Straßen der Stadt Düsseldorf. Und Lärm ist hier eines der größten unterschätzten Gesundheitsrisiken. Wir haben Grenzwerte von 65 Dezibel tagsüber und haben jetzt hier ganz locker im Durchschnitt Mitte 70 bis 80 Dezibel gemessen, in den Spitzenwerten bis 95 Dezibel. Das zeigt, wie viel zu laut es hier ist. Hier müssen wir dringend was tun, hier muss die Stadt dringend handeln. Wir brauchen natürlich ein Verkehrskonzept dazu, dass viel weniger Autos hier fahren. Wir brauchen bessere Alternativen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und auch des Radverkehrs. Und wir brauchen technische Maßnahmen wie den Küsterasphalt, den sogenannten, also hier den Düsseldorfer LOA 5D und andere Maßnahmen bündeln. Auch die Rheinbahn ist zu laut, was uns hier die Anwohnerinnen und Anwohner sagen. Die Straßenbahnlinie, die hier vor allem nachts sehr, sehr laut ist, da müssen wir auch ran, weil Düsseldorf soll und muss eine attraktive Stadt bleiben. Und dazu müssen wir den Straßenverkehrslärm dringend dämpfen. Mein Name ist Gerald Helmke, Stadtteilgruppensprecher der Grünen für den Bezirk 6, wozu auch Rath gehört. Und wir sind heute im Rather Kreuzweg, Münsterstraße, und machen eine Lärmmessung. Denn wir wollen darauf hinweisen, dass der alltägliche Lärm eine Belastung für den Körper, für den Menschen ist. Und das wollten wir heute messen, haben heute mehrmals über 80 dB gemessen hier an dieser Kreuzung. Und ich habe hier ein Papier erarbeitet, wo man darüber nachdenken kann, was man verbessern könnte. Typische Forderungen sind einfach Tempo zu reduzieren, Radweg zu fördern oder den ÖPNV. Und ja, das fände ich gut, wenn das hier in Rath ein bisschen verbessert würde.